twinkling lights, snow on the ground. Oh, how you loved Christmas in this town. Snowball fights and hot chocolate kisses. Kids up all night, riding down wishes. It's that magical time that we wait on all year. And oh, how I wish you were here. Setz dich hin, Schatz. Du hast die Ohren voll. Ist doch egal. Wo nee! Ist natürlich nicht egal. Die sieht doch eh keiner. Aber gleich. Warum? Soll uns Kinder sehen? So, hier, da kommt auch noch was. Ja. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich in diesem Kartonkiste. An diesem ersten Advent. Wir öffnen all unsere Adventskalender mit euch heute, den zweiten. Nee, der dritte. Der dritte. Heute ist Sonntag, der 3.12. Sonntag, der 3.12. Wir haben gestern gar nicht... Gestern hatten wir keine Zeit, Jason war da. Also wir öffnen mit euch alle die Kalender. Wir machen mal ein bisschen Platz. Wir zeigen uns. Machen wir mal runter. So. Den hier. Oh Gott, der kommt nicht schwer. Da komm ich der ist nicht. Schwer. Nee, der ist nicht schwer. Ja, der ist auch schwer. Schwer. Das ist schwer. Schau her. So. Ich stelle die mal runter, ja? Genau. Ich stelle sie mal runter. Wir öffnen alle unsere Adventskalender mit euch. Und dann liest die Irmi euch eine Geschichte vor. Genau, so machen wir das. Wir hoffen, ihr hattet bis jetzt einen schönen ersten Advent. Es ist dunkel draußen, kalt. Kalt, ja. Genau. Wir haben 16:30. Gut, fangen wir an. Das ist zwar vom meinen Kalender für den Nagelbereich, aber den öffne ich hier auch mit euch. Das ist der von Jolifine für... Ich glaube 69 Euro kam der Kalender und ich habe ja keine Brille auf. Sie sieht das wieder, also ich denke, ich habe eine Brille auf. Setzen Sie sich. Wir gucken mal. Warte mal, nehmen wir einfach mal um. Da sind so kleine Fächer, da stehen Nummern drauf. Na, da draußen nicht. Da draußen nicht, nein. Aber ja, innen aufmache, genau. Da kannst du mal so lassen. Guck mal, wo die 2 ist. Oh, die 14, die 7. Ah, hier ist die 2. Die 2. Da, wo du deinen Daumen hast. Das ist die 2. Achso, hier. Das ist mal gut, dass ich noch viele Nägel habe, kann ich sowieso über die Stechen. So, beiseite. Die 2 machen wir mal auf. Gucken mal rein. Oh, okay. 3D Nail Art Pen. Gut. Dazu muss ich sagen, den habe ich schon im September bestellt. Da hatte ich noch nicht gestrickt. Aber nun, ich werde trotzdem meine Nägel, werde die sowieso jetzt machen. Ach, die 2? Ist hier die 2? Nee, ist die 3. Die 3 ist ein Farbgel Deep Green. Farbgel Deep Green. So, packen wir das jetzt wieder so rein? Packe ich wieder so rein, den leeren Karton wieder so leer rein. Nee, der leer bleibt drinnen, alles. Achso, bleibt drin. Der muss der Kleine so. Stellen wir den da hin. Das macht die Omi ihren Kalender auf. Den. Genau. Everything better. Die Omi ein hat einen Teekalender. Jeden Tag eine neue Überraschung. Genau. Also eins hatten wir schon. Gestern war drin so ein Punsch. Punschtee, genau. Genau. Ohne Alkohol. So, jetzt muss ich mal gucken. Die 2 und die 3. Genau. Hier unten ist die 2. Da machen wir mal auf. Ja. Da genau da rein. Ach, komm raus. Da haben
haben wir denn? Was kommt denn hier? Was, wo kommt denn das ist her? Von oben. Okay. Krautsberger Made with fröhliche Familie Kräutertee Bio. Zutaten Hagebutten, Schalen, Hibiskusblüten, Apfelfrüchte, Orangenschalen aus kontrolliert biologischem Anbau. Aber ist das nur so ein Frühstück-Tee? Aber eigentlich habe ich gedacht, das ist mehr so... Ja, vielleicht kommen wir dann auch mal dazu. Ja, aber der sieht gut. Also riechen kann man, ist gut für genau. Genau, auch Orange aus Kaffee-Biologen-Anbau. Ich suche derweil mal Nummer 3. Ein bis zwei Teelöffel Tee mit einer Tasse 200 Liter aufgießen. Nummer 3. Komm mal, ja. Ist ein bisschen schwer. Ist ein bisschen schwer. Ihn da rausholen. Und hier gibt es einen Grüntee Sencha Bio. Aus kontrolliertem biologischem Anbau. Keine Spuren und so weiter. Das ist also ein Schwarztee. Grüntee? Ja, Grüntee, ja. Ein grüner Tee. Kein schwarzer Tee, aber ein Grüntee. Aber ohne. Ja, was ist denn grünes? Ohne Geschmack. Ne? Das ist ein grüner Tee. Der ist auch sehr bekömmlich. Hast du mal schon mal getrunken, Grüntee? Ich habe irgendwann mal Grüntee getrunken. Okay. Sencha. Grüner Tee. Okay. Ich lasse euch wissen, wie er schmeckt. Genau, super. So, das hätten wir jetzt auch erledigt. Die Muckels. Die Muckels haben nicht einen Spielkalender. Muckels! Keiner kommt. Doch, kommt mal her, Muckels! Ich habe ja hier meine Brille. Wieder immer zu Weihnachten. Muckel, komm mal her! So, Muckels. Gestern siehst du die 2. Die 2 ist was langes. Oha, okay. Dann nimmst du schon die ganze Innereien mit. Nee, das muss so sein, ja. Ja, muss so sein. Ja. Die 2. Also der sieht so aus und da sind nur Spielsachen für die Muggels drin. Guck mal, was haben wir denn hier, Muggelchen? In eurem schönen Kalender. Wow, guck mal hier ein. Guck mal. Ach so. Hier, guck mal. Ja, fein, Muggelchen. Ja, fein. Ja, warum denn nicht? Geht doch. So, dann machen wir mal den Fresskalender auf. Ach nee, das sind noch die 3. Die 3 machen wir noch für die Muggels auf. Guck mal. Guck mal. Was ist das? Was ist das denn? Da ist ein Spiel. Hier so ein Schachmacher. So, dann machen wir das mal so runter, ja. Damit wir wissen, dass wir das immer aufmachen. So. Genau. Das hätten wir dann auch. Und das ist noch den Leckerli. Und die haben wir noch einen. Den Leckerli-Kalender, genau. Jetzt sind wir den. Frohe Weihnachten. Leckerli-Kalender für die Muggels. So, Muggel. Zwei. Guck mal. Ein Mäuschen. Ein Mäuschen. Ihr feines Mäuschen. Jetzt machen wir nur die 3 auf. Ein Mäuschen, der Lieblingsmäuschen. Ach, da ist der andere. 3. Ein Mäuschen. Und was ist da? Da ist hier was zu. Dein Bestes. Zum Schlecken. Zum mit Schlecken. Milch und Kalzium. Hier, guck mal hier, Muckel. Ich nehme mal runter. So, guck mal hier.
Evangelie war nicht eine gute Idee. Das war nicht so eine gute Idee, aber die haben wir ja schon erledigt. Bring her! Na, bring her! Na, bring her! Einen großen. Ja, den, ja klar. Jetzt sind wir bei den Muckels, jetzt kriegen sie den okay durch, ja, Muckelchen. Und zwar gab es den bei Fressnapf statt 49,99 für 29,99. Und da haben wir natürlich zugeschlagen. Wir haben schon mal aufgehabt. Ja, Logo. Die nachfolgenden Sendungen. Nein, verspäten sich nicht. Doch. Nein, verspäten sich nicht. Zeig mal rein, das sind lauter so Tütchen. Ja, lauter Tütchen. Also, da müssen wir jetzt raussuchen. Die zwei. Oh, da ist was zu fressen drin. Und die drei. Ich habe schon vorsortiert. Eine zwei. Ui. Was ist denn da Leckeres drin? Was ist da Leckeres drin? Dein Glücks. Erstmal wieder glückslos. Und eine Kani. Oh. Kani Ocean. Thunfisch mit Meeresfrüchten. Also hochwertige Futter, ja, ist da drin. Können wir mal sagen. Und die drei. Oh, da gibt's was zu schlecken, zu lecken, zu knabbern, zu machen, zu tun. Wo gibt's denn? Ein Fein. Ja, fein, süß. Wieder ein Glückslos, rubbellos. Hier drin. Pure. Ich mein Kopf, da wurde auch, da war ich da ja genug. Ja, was ist da drin? Ja, was ist denn hier drin? Boah, guck mal. Ah, was ist da drin? Ah, guck mal, der Bruder hat eins groß. Ja, guck mal, für die. Das hat jetzt dein Bruder dir geklaut. Hier, hol dir raus. So, prima. Prima. Das sind so trocken, gefriergetrocknete Leckerlis Hähnchen. Na hier. Hier, Muckel. Na hier, komm hier. Muckel, hier. Fein. So, ihr seid jetzt durch, meine Babys. Ihr seid jetzt durch. Jetzt kommt. Jetzt komm ich. Ich habe vom. Bremer Gewürzhandel? Ja. Einen. Bremer Gewürzhandel GmbH. Einen. Gewürzspezialitäten, 24 Gewürzspezialitäten, Genuss und Vielfalt pur. Genau. So, dann gucken wir doch mal da rein. Und zwar suchen wir mal. Die 2 ist hier oben. Ich hasse es ja, wenn. Adventskalender schon vorher alle eröffnet werden, aber Ranchgewürz, Zwiebel, Knoblauch, Pastinake, Dill, Zitronenpfeffer, Pfeffer schwarz, Zitronenschale, Zitronensäure, Rapsöl, Lauch, Sumach, Petersilie, Schnittlauch, Riebstöckel und Lemon Mitri kann Spuren von Allergen enthalten. Mindestens haltbar bis 1.9.27. Lecker. Die 3. Café de Paris. Petersilie, was, kann man da eine Butter mitmachen? Gibt es nicht Café de Paris Butter? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Petersilie, Paprika, Schnittlauch, Zwiebeln, Kurkuma, Basilikum, Rapsöl, Knoblauch, Oregano, Majoran. Das sind alle, ja, ich weiß nicht, wie viel Gramm da drin sind, aber alle bis 27 haltbar. Lecker. Supi. So. Ja, ist deins. Dann habe ich mir nochmal von Juliefin einen Nail Art Kalender gegönnt. Ja. Da sind so viele kleine Fächer drin. Die 3 nehmen wir schon mal raus. Hier, die 3. Die 2. Die 2, die 2, die 2 ist hier. Frei. Okay. Dann gucken wir mal rein. Hier oben auch mal.
okay. Da sind Sticker drin, so Engelchen und Lebkuchen. Weihnachtssticker. Weihnachtssticker sieht man, ist Sticker. Sticker. Weihnachtssticker. Sticker. Die Weihnachtssticker. Den wir um, weil den haben wir schon. So. Und die drei mache ich auch hier oben auf. Nochmal Weihnachtssticker. Nochmal Sticker. Ja. Schneeflocken und so. Naja, wer es braucht. Okay. An zwei Tagen hintereinander Sticker. Sticker, ja, alles klar. Sticker drin finde ich ein bisschen. Naja, okay. Ist jetzt nur noch den Schokoladen, ne? Und jetzt hat noch jeder einen von Merci. Den hat uns die liebe Heike mitgebracht, als sie hier war. Einen Adventskalender. Merci. Cherie. So, die 1 ist ja, jetzt müssen wir mal die 2, also hier ist schon mal die 3, aber ich muss erstmal die 2 finden. Du hast die 2 schon gefunden? Nee, ich habe die 3. Ach so. Die fiel mir gleich ins Auge. Zeig mal. Ach, hier oben. Ach, da. Ein Bonbon. Merci Petit. Und die 3 ist hier unten. Oh, merci, Nougat, ein Ei. Ein Herz meine ich. Natürlich ein Herz. Happy Easter? Nee, Happy Easter nicht. Hast du den gleichen Petit drin? Die gleiche lila eine Farbe? Zeig mal. Ja, ja. Sind alle gleich bestückt. Den gebe ich mir nachher fürs Bett auf. Mhm. Bettrupfer, da kostet 2. Für 2. Mhm. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video und schwenke rüber zu Irmi und sie liest euch dann die Geschichte vor. Ich wünsche euch viel Spaß, habt noch einen schönen ersten Advent und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Zweiten Advent. Immer wieder gerne. Tschüss. Hallo ihr Lieben, wie ihr euch gewünscht habt, lese ich auch in diesem Jahr an den Adventssonntagen Geschichten vor. Geschichten von Elke Bräunling. Ich habe mit Elke Bräunling, bevor ich euch vorlese, einen Kontakt gehabt. Ich habe sie gefragt, ob ich wieder vorlesen kann. Sie hat sich gefreut, fand es toll, dass ich das mache. Und so mache ich es auch. Adventszeit. Eigentlich eine Zeit für Ruhe. Gelassenheit. Aber heutzutage ist doch nichts mehr mit Gelassenheit und Ruhe. Man kauft Geschenke ein, man geht in ein Geschäft, man geht in ein anderes Geschäft oder man bestellt online. Dann erlebt man die Pleite, dass es nicht passt oder es einem nicht gefällt. Man schickt es wieder zurück und dann muss man doch wieder in ein Geschäft laufen. Es ist eine stressige Zeit. Eigentlich soll sie ja nicht stressig sein. Eigentlich soll sie bis Weihnachten eigentlich ruhig sein, ruhig daherlaufen. Aber das ist nicht. Und darum fange ich mit meiner Ruhe heute, hier und jetzt an. Das Adventsglöckchen. Seit Tagen läutete das Glöckchen in der alten, verwaisten Kapelle oben am Weinberg. Hell, klar, feierlich, vorwitzig, fast schickte es seine Klänge ins Tal. Und es traf mit seiner Botschaft die Herzen all dieser Menschen, die es hörten. Es passte wundervoll zur Adventszeit und verlieh diesen Tagen eine leise Feierlichkeit. Würden sich nun noch die Wolken öffnen und den Wald, die Wiesen, Felder, Weinberge und das Städtchen zu deren Füßen mit einer zarten Schneedecke umhüllen, wäre das Bild perfekt. Aber man konnte nicht alles haben. Die Bewohner der kleinen Stadt freuten sich. Von Tag zu Tag mehr warteten sie voller Vorfreude auf das Läuten des Glöckchens. Wann würde es heute sein? Kleines Lied in die Welt hinaus singen, am Morgen, am Nachmittag, abends oder erst in der Nacht. Keiner wusste es. Keiner wusste es, wann das Glöckchen schlug. Es sandte den Menschen seine Melodie zu immer anderen Zeiten. Ein Glockenschlag, der nicht von Hand gemacht war. Das sind die Weihnachtselfen, sagten die Erwachsenen zu den Kindern. Sie rufen die Helfer des Christkinds und des Weihnachtsmannes zur täglichen Arbeit. Schließlich gibt es für sie viel zu tun in diesen Tagen.
Die Kinder staunten und lauschten und tuschelten miteinander. Es sind die Engel, flüsterten sie. Sie besuchen uns nachts, wenn alle schlafen. Nein, sagt Oma Brausmeier, die Mutter des Bürgermeisters. Die Schutzengel der Bewohner der Stadt sind's. Sie treffen sich um diese Zeit ganz besonders auf ihre Schutzbefohlenen, uns Menschen aufzupassen und ihnen eine Adventsfreude zu bereiten. Die Bewohner lauschten der alten Frau, die eine weise Frau war, voller Ehrfurcht und staunten. Es gab doch viele andere Erklärungen und jede für sich machte die Sache mit dem Adventsglöckchen von Tag zu Tag spannender. Advent war eben eine spannende Zeit und eine geheimnisvolle. Diese Geschichte ist kurz, aber sie hat viel, viel Inhalt. Wie ich schon sagte, zur Ruhe kommen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich zum ersten Advent und freue mich auf den zweiten Advent. Und ich sage auf Wiedersehen. Bis bald. Immer wieder gerne.